Okay, Achtung, nächste Tür. Bist du bereit? Warte wieder da, genau, so, perfekt. Okay, komm viele. Oh Gott. Hallo. Oh, ich suche, ich bin mit meinem Wagen liegen geblieben, oben an der Straße, und ich brauche gern, ich brauche ein Ladekabel. Hallo. Ja. Vince, ich muss zurück, ich muss zurück. Zurück. Nein, ach, scheiße. Oh, ich kann zum Glück die Pilze essen. Oh mein Gott. Oh, ja. Wir sind, glaube ich, noch nicht so richtig ausgerüstet dafür. Doch, wir sind ausgerüstet, aber... Ja. So. Das hat irgendwie nicht warum höre ich jetzt lauter Viecher? Und bist du auch gestorben? Oh, ist Vincent auch gestorben? Ja. Och Mann, warum sind hier so lauter Viecher? Ja, warum hast du dich draufgehauen? Oh nein, jetzt seid ihr auch hier. Ich hab draufgehauen. Ich muss mal reloaden. Dann wurde ich von Brute zur Seite gedrängt und dann zack. Ja, die kam von hinten, die haben mich von hinten platt gemacht. Die sind auf mich sofort zugesprintet. Seid vorsichtig, wenn ihr hier rausgeht aus den Häusern, draußen sind Gegner. Ja, muss mal reconnecten, mein PC ruckelt irgendwie. Mensch, Game ruckelt mega. Oh, warum ist denn eine Tür offen? Ja, ich weiß nicht, warum von hinten die Monster kamen. Von hinten kamen keine Monster. Also ich kam doch gerade bei euch rein und da waren waren drei Skelette jetzt, die ich noch getötet habe. Ja, zwei waren Pumme und eins kommt bei ihm von hinten und Vincent war hinter mir gestorben, was eigentlich nicht passieren kann. Oder passieren sollte. Also ich habe definitiv nichts gemacht. Also ich bin nur reingekommen und habe euch Hallo gesagt. Ja. Und habe halt dann auch noch draufgehauen. Ich bin irgendwie nicht zu der Tür reingekommen und mein Charakter ist dann einfach weiter nach hinten gelatscht und da wurde ich von den Skeletten weggemacht. Nimm die wertvollen Sachen einfach mit. Wir machen jetzt schon fertig den Dungeon. Soll ich hier warten auf euch? Aber mein Inventar ist auch voll bis oben hin. Ja. Ach, Alter, die Viecher. Versuchen wir noch schon einen Knüppel mindestens noch zu craften. Falls wir überhaupt noch ein bisschen Holz haben. Nee, hier ist auch nix. Scheiße. Obwohl wir können einfach hinrennen. Okay, gut dann. Hier sind aber lauter Viecher. Ah, doch, hier ist Holz! Okay, warte. Holz, Stein. Oh. Tag 10. Ach. Ich hätte gerade von dem ein Vieh verfolgt, oder? Ja. Pack die Sachen von denen in Kisten. Nee, die haben die doch selbst noch nicht gelootet. Also die kommen doch jetzt wieder. Hä, ich kann ja nicht mehr nachjoinen. Vincent, komm hier rein. Wie, du kannst nicht mehr nachjoinen? Ich hab gerade das Spiel neu gestartet, weil es für mich ultra am Bucken war. Jetzt wird hier ein Steam aufs Spiel betreten. Also in der Liste ist es nicht drin. Und Spiel betreten geht auch nicht. Dann lass dich doch einladen. Wo? Ah, da. Ja. In Lobby einladen. Okay. Das ist jetzt kacke in dem Moment. Wir müssen Benner noch zu Proof rennen. Also ich bin ja auch alleine hier hingegangen. Ja, du hast aber noch volles Leben gehabt, also deine Ausrüstung und alles. Warte, wir haben noch ein bisschen zu essen. Oh, da kommt ein Skelett. Nein, ich hab hier... Warte, hier. Geh mal an die Truhe hier ran. Da sind Pilze, Gilbe. Oh, das ist mal was. Gut. Ich esse mal ein. Ja, ich kann nicht beitreten, ich habe auch keine Einladung bekommen. Moment, ich musste kurz das Skelett töten. Warte, ich kann versuchen, mich einzuladen. Ansonsten muss das Steam wirklich einmal ganz ausmachen, nochmal. Du bist bei mir gar nicht. Ich hab dir jetzt nochmal eine Einladung geschickt. Bei mir ist dann. Nee, bei mir ist er nicht online. Okay. Ah, jetzt ist er weg. Ach, deshalb sind hier noch Skelette, weil hier nebenan direkt noch so ein Turm ist, wo Skelette drinstehen. Ein Spawnpunkt oder was? Weiß nicht, ob da ein Spawnpunkt ist, kann ich von hier aus nicht sehen. Ich will jetzt nicht zu nah rangehen, weil sonst greifen die mich auch noch an. Okay, das sind keine. Wir sind erstmal hier ein bisschen befreit von den Viechern. Nimm dir mal ein bisschen Honig mit, Vincent. Ja, mach ich.
danken, liebe nette Bienen. 17 Euro. 17 Euro. Hallo? Uff, muss ich da jetzt weit laufen, aber ich tu's. Für die Horde. Ich komm mit. Warte, wir haben doch noch die eine Fähigkeit. Nee. Aber ich... Ah, geil, danke. Ich weiß, Pfeil und Bogen sind schwächer gegen Skelette. Aber die kommen gerade nicht raus aus dem Scheißding da. So, jetzt können wir mich einladen. Müssen wir auch noch, wir sollten am besten auch noch ein paar welche mitnehmen. Ja, du kannst ihn mal einladen, weil ich jetzt gerade hier mit Skeletten dran bin. Ja, Vincent, du musst mich beschützen. Ja, mach ich. Da vorne ist ein Hör. Wo ist denn meine Freundesliste? Na hier. Achso, wir sind überfordert, weil hier eine Kante ist. Das geht doch nicht richtig. Im Moment sind wir noch Schutz. Ich kann nur zum Zuschauen einladen. Moment, dann lade ich gleich ein. Ja, dann laufen wir weiter. Komm. Zum Glück haben wir noch den Effekt. Wir dürfen uns jetzt nicht großartig drin, weil die Viecher kommen gleich. So, Reidoran ist bei mir jetzt gerade nicht online. Hä? Doch, aber du bist im Spiel nicht drin. So, in Lobby einladen. Ah ja, jetzt spielt er bei mir auch mal an. Ich habe es mal so gestartet. Na toll, das ist ja noch ein Skelett. Aber wie schnell sich auch jetzt die Ausdauer wieder füllt eigentlich durch den... Ich esse mal was. Ja, mach das. Okay, wir kommen jetzt zum Black... Wir sind jetzt im Black Forest. Ja, ja, nein! Oh, du dämliches Spiel! Bist du jetzt tot? Nein, ich bin nur runtergefallen. Das Äquivalent zu sterben. Ich sehe auch meine Leiche. Nein, das ist nur ein Wildschwein, das macht nicht viel Schaden. Das kriegst du mit zwei Hits fertig. Ja, ja, das weiß ich, aber trotzdem. 1, 2, 3. Ich denke mit 2. So. Mit 3. Ja, voll der Lügner, Vincent. Warte, so, erstmal esse ich noch was. So. Also Skelette können keine Treppen laufen. Sind da nicht diese Tauben. Oh Scheiße, was ist denn hier draußen wieder los, ey, ihr Wichser? So, diesmal bin ich aber drin. Also sobald ich mir tue, irgendwie funktioniert das nicht. Ich habe keinen. Wow, wir haben keine Fackel und ich sehe nichts. Scheiße. Funktioniert immer noch nicht? Nee. Renn. Rein. Einfach rein. Ja, ich bin drin. Oh, ich bin drin. Oh, fuck. Oh, Pilze. Wo ist meine Leiche? Ich finde gerade meine Leiche. Also, du meinst jetzt eh auch bei, wenn ich online bin, auf Join Server, Join Game gehe. Vielleicht nachjoinen kann, aber. Da müssen wir Wolfs Sachen mitnehmen erstmal. Ja, ich bin ja eh leer. Ich muss ihn halt finden. Wo ist meine Leiche? Ah, da. Die liegt genau daneben. Aber wo ist meine Leiche? So, du bist gleich im Dungeon gestorben. Ah, hier, Jordan. Nee, Soul Eye. Du bist ja gar nicht im Dungeon hier gestorben. Ja, aber ich finde meine Leiche nicht mehr. Jo, haben wir schon komplett. Doch, Bogen kostet Stamina. Ist bei uns im also das Zielen kostet Stamina, siehst du unten. Ich bin vollkommen überladen. Für den geladenen ja, warte, Schuss. Dann, ich nehme Sachen von. Ja, das sind nur noch meine Pfeile. Also nur noch 4 Pfeile sind das. Ja, lass alles drin, was du nicht mitnehmen kannst. Ich nehme alles dann mit. Ja, so ist die Pfeile. Ich hab die beiden. Ja, dann scheiß drauf. Nein. Doch, Wolfgang, ich hab dich. Ja, kannst aber alles mitnehmen. So, wo ist. Ja, dann werden wir nicht einfach das einmal neu starten, die Welt. Ja, warte. Aber dann will ich halt wegen. Ja, ich mach das jetzt nicht sofort. Ich wollte nur schon mal sagen, was wir machen. Wo ist jetzt Fu? Ich bin vor dem Dungeon. Ich habe gerade das, was euch verfolgt hat, getötet. Oh. Dann wart mal im Dungeon. Weil ich einfach eine One-Man-Power-Show bin hier. Weil du abgehauen bist und uns einen Stich gelassen hast. Ich habe überhaupt nicht einen Stich gelassen. Ich habe sogar Gegner von euch weggezogen. Was du im Stream nachgucken kannst. Ich habe
Ich habe Gegner abgelenkt und habe vier dann hinter mich hergezogen und habe die dann sogar getötet. Hast du alles mitgenommen, was du brauchst? Nein, warte. Ja, ich habe alles. Deine Holzpfeile willst du nicht, ich nehme die gerne weg. Tschüss. Ich habe 100, ich habe sowieso 100 Pfeile jetzt noch dabei. Kannst du auch mehr als 100 haben. Ja, mein Gott, 100 Pfeile. Sowieso ist es Pfeil und Bogen schlecht gegen Skelette. Das ist korrekt. Aber im Notfall kann man es trotzdem verwenden. Ja. Schaden ist Schaden, mein Junge. Ja, hier. Aber Jolle, du hast jetzt alles von mir dabei, oder? Warte, warte. Alles kann ich nicht mitnehmen. Ich lasse das Holz und sowas hier. Ja, das willst du. Holz und Steine lasse ich hier. Soll ich die Distel mitnehmen? Brauchst du nicht. Knochenfragmente? Ja. Knochenfragmente okay. Sind wichtig. Hirschtrophäen? Nee. Da du hier der Tank Krautzwergenauge? Jetzt, Auge? Nach vorne gehen. Ja. Nee, wir gehen jetzt nicht durch die Dungeon durch. Wir gehen jetzt zurück erstmal. Okay, dann lass uns gehen. Ich nehme deine Trophäen mal, aber mit, weil ich einen Slot davon voll habe. Du kannst mein Zeug anziehen. Dann bist du schon mal geschafft. Für Grauzwerge habe ich auch noch ein bisschen Platz, Stein kann ich auch noch mitnehmen, deine Distin kann ich auch mitnehmen und ich kann die 50 Holz auch noch mitnehmen. Ich kann... Ah, jetzt. Jetzt bin ich aber voll. Habt ihr irgendwelche Cores gefunden in den Trinne, oder? Nee. Wenn wir zwei Cores gefunden hätten, hätten wir die Schmelze bauen können. Scheiße. Ich renn jetzt einfach nach Hause, Alter. Ja, mach das. Ah, ich laufe in die falsche Richtung. Aha. Ich könnte jetzt auch mit meinem anderen Char online kommen. Nee. Nein, mach das nicht. Was ist das wieder? Ich höre schon was. Weg hier, weg hier, weg hier. Nein, ich habe nur den Buff angewandt. Von. Ja. Von Eiktür. Nee, der Buff ist für alle. Wenn einer das macht, dann werden alle außenrum auch gebufft. Und Jortel, du kannst den Buff auch noch holen, wenn du an Spawn bist. Einmal bei dem. Nein, brauche ich jetzt nicht. Bei der Trophäe einmal hinklicken. Was gibt's eigentlich noch für Buffs? Also kennst du irgendwelche andere Buffs schon, oder? Dass wir es erst erfahren, wenn wir die anderen Bosse getötet haben. Oh, verdammt. Na, es gibt wahrscheinlich irgend so einen Schadensbuff. Ich muss sagen, jetzt weiter als der zweite Boss bin ich auch noch nicht im anderen Game. Oh, okay. Wahrscheinlich brauchst du, kriegst einen Buff, dass du aussiehst wie Yordle Power. Was hat das mit den Steinen eigentlich auf sich? Kann es nicht sein, dass hier irgendwas verbuddelt ist? War es nicht früher so, dass die ihre Langschiffe verschenkt haben auch? Also beziehungsweise verbuddelt haben? Ja, da ist eine Truhe drin. Und du kannst, ja, die haben ihre Langschiffe verbuddelt, aber haben großartig keine Steine dort hinterlegt. Ich renne jetzt einfach nach Hause. Und es ist sehr... Es ist wirklich ein Schiff hier verbuddelt. Ja. Lol, ich kann Ping. Ich kann Ping gemacht. Also du kannst auch wirklich Knochen finden und... Ah nee, Entschuldigung, die Erde sah nur aus, als wenn da irgendwas wäre. Wir müssen dahin. Nein! Ah, da sind Knochen. Also doch Grab. Und es ist keine Schande, in dem Spiel zu sterben. Also der Schwierigkeitsgrad ist schon recht hoch angesetzt. Puh. Jetzt nicht vielleicht Souls-like, aber es ist halt schon nicht das Einfachste, was ich jemals gespielt habe. Der zweite Boss wird echt heftig. Buddelst du ein Grab für all die Leichen? Nein. Ich habe nur gebuddelt da, weil es aussah, also beziehungsweise, weil es so ein bisschen aussah wie, wie ein Grab. Und ich habe ja auch Knochen gefunden. Und ich denke mal, da könnte auch noch mehr sein. Hast du die Truhe gefunden noch? Nee, nur Knochen. Ich habe jetzt nicht alles gebuddelt, weil ich wollte jetzt nicht, dass die anderen so lange warten. Beziehungsweise du. So. Wir sind jetzt wieder zurück. Vor dem zweiten Boss könnte er den Spawnpunkt näher dran bauen. Wir sind doch gar nicht so weit weg. Gar nicht. Sind ja nur... Wir können uns ja im Dungeon irgendwie dann einrichten, dass wir da im Dings in der Base haben, im Black Forest. Was für eine Brille ist das? Beziehungsweise welcher Hersteller? Google. Das ist eine gute Frage. Ich müsste wirklich bei Amazon nachgucken, welcher das war. Warum sieht das eigentlich wie ein Stock so aus, als wurde er gerade geschlagen?
Aber die Bienen sind trotzdem kurz. Kannst nicht auch online? Warum kannst bist du wieder online? Habt ihr euch schon ausgeloggt? Nein, ich meine Wolfgang. Das geht ja nicht. Ich kann es nochmal probieren, aber. Also ich logge dann vorsichtshalber mal aus. Falls du das Spiel neu starten willst oder sowas. Oh, dann gehe ich mal. Beitreten geht halt immer noch nicht. Wie gesagt, deine Sachen habe ich bei mir im Inventar, ja. Ja, super, danke. Ja, jetzt gab's keinen. Ich dachte, vielleicht hat sich das Spiel irgendwie geupdatet in der Zwischenzeit, aber. Könnte auch sein. Deshalb, wie ist das, wenn ich jetzt auslogge, speichert automatisch? Ja. Ja, ja, die Welt wird gespeichert. Ja. Dann logge ich mal eben kurz aus. Dann gehe ich einmal aus Spiel raus und gucke, ob sich was verändert hat. Ich mache auch Steam einmal komplett zu. Ach also, ja, dann mache ich das auch. Also mache ich auch mal Steam komplett zu. Ja, tut mir leid, aber Imi. Wollte das schließlich auch mal. Du musst dich nicht entschuldigen, Wolfgang Son. Ja, du musst uns einfach nur Geld geben. Richtig. Nein. Du wirst dich uns schon erkenntlich zeigen. Nein. Geldgierige. Es ist wirklich. Vincent, willst du ein Spiel geschenkt haben? Nein, mir fällt auch zur Zeit auch kein Spiel ein. Oh. Das ist schlimmer eigentlich, ich bin nicht so wählerisch. Ein Download abgeschlossen. Ach so, okay. Das ist das Synchronisieren wahrscheinlich gewesen. Nein, nein, das war ein anderes Spiel. Ah, warte, Settings. Freust du schon auf Warhammer 3? Bei Total War Warhammer 3 muss ich noch gucken, was ich am Ende davon halten werde. Ja, das wird eh das Gleiche sein. Nein, es ist etwas anders. Ah, hier. Deutsch. Quid. Und mach noch rein. Oh, ich habe Little Nightmares 2 bekommen. Sehe ich gerade. Von wem denn? Ja, von wem? Von der Firma. Warte, ist das ein Horrorspiel? Ja. Nein, nicht so wirklich. Ja, aber es ist trotzdem in der Art ein Horrorspiel. So, ich schaue jetzt auch das Spiel. Ah, ja, es ist auf Deutsch. Hast du den Trailer schon gesehen? Lass mich überlegen. Nein, natürlich habe ich den Trailer noch nicht gesehen. Ich will mich ja nicht spoilern mit Total War. Die Welt explodiert am Ende. Genau. Ich denke nicht, dass die Welt am Ende explodieren wird, aber danke. Ach, der Angriff mit Messern und Bögen gewährt beim Schleichen einen signifikanten Bonus. Ah ja, stimmt. Der Code. In Lobby einladen. Ja, jetzt habe ich eine Einladung, ja. Jetzt funktioniert. Ich bin schon drin. Einladen. Juhu! Nein, Chaos Space Marines ist nicht, aber ich habe gesehen heute, dass diese Exen-Software, Slytherin-Soft, die ja auch dieses Starship-Trooper-Spiel machen auch wieder, also machen noch ein neues Warhammer 40k-Strategiespiel. Aber ich habe da noch nicht richtig reingeguckt in die Pressemitteilung, was das werden soll. Die machen ja... What the fuck, Alter? Hast du Vincent zuerst eingeladen? Nein, ich bin als erstes eingeladen. Vincent ist nicht in meiner Gruppe und Vincent ist fähig, einfach mir nachzujoinen. Der braucht keine Einladung wie du. Super. Ich bin da. Ja, was willst du mir jetzt geben für deine Ausrüstung? Ein Danke. Mann, der Arme. Das ist ja schlimmer als bei mir. Ich hatte überhaupt gar keine Ausrüstung. Daddy Girl hat... Oh, ich dachte schon, ich hätte mich Daddy Girl 1 genannt. So, Wolfi, komm mit. Ach, so geil, wie ich dachte. Ich dachte, wir machen das hier drin schnell. So war das. Nein, ich brauche mehr Platz, wo du es sehen kannst. Okay, erstmal alles reparieren. So, und jetzt mal den ganzen Plunder, den ich hier eingesammelt hab, mal. Leder? In die Truhe. War das noch so eine Spritze? Das?
Dein Speer, dein Schild. Es kommt ein Starship Trooper RTS-Spiel raus. Ich glaube, ich habe deine Keule noch. Aber das Problem ist, es sind immer noch relativ wenig Gameplay-Szenen und der. Bei dem Entwickler ist das halt relativ schwierig zu sagen, wie die qualitativ sind. Also, sie machen schon sehr umfangreiche Strategiespiele teilweise, also der Publisher. Aber hat auch hier und da mal ein paar doofe Sachen gehabt. Ich habe sogar noch mehr Keulen. Ich habe 3 Keulen. Nein, die Keulen will ich nicht. Aber ich habe auch Münzen. Die Münzen haben mir nicht gehört. Ich habe meine Münzen in die Truhe gepackt. Ich hätte ja noch eine Bienenkönigin. Ja, die. Ja, das war meine, stimmt. Wollt ihr noch gelbe Pilze? Ja, kannst du mir geben, aber kannst du auch behalten. Nee. Ich würde sagen, wir machen sogar noch ein Haus für Nahrungsvorräte eigentlich. Ja, so genau. Ja, halt Lagerhaus halt. Ja, so ein Lagerhaus. Ja, ein Lagerhaus. Genau. Das wäre eigentlich praktisch, da könnte man auch, wenn wir halt sehr viel Essen haben, alles da rein. Ja, so wie in Minecraft, Truhen, Schilder und gut ist. Ja, Jordan, hast du mir noch Essen oder sowas? Ein bisschen? Ja. Warte, hier, wo bist du denn? Ich hab ja auch noch was. Okay. Ich hätte noch ein paar Erdbeeren. Willst du ein paar Erdbeeren haben? Behalt die doch selbst. Ich hab über 100 Stück. Alter. Ich hab auch Erdbeeren ohne Ende. Kannst du noch reinschmeißen, oder? Jetzt ist die Frage, wo wir mal das Lagerhaus denn hinstellen. Hast du sie bekommen? Ja. Gut. Achso, warte, hier, Wolfi, noch ein Rubin? Fleisch und Honig oder sowas. Ja, Rubin und sowas kann ich erstmal in die Truhen alles packen. Das aber mal ehrlich, also, kann es sein, dass die NPCs manchmal die Spieler beobachten? Weil manchmal sieht man leicht im Wald Bewegung, aber nicht von den Monstern, die man gesehen hat. Hier, warte, Fleisch. Aber wir sind ja in einer magischen Welt unterwegs. Natürlich kann es sein, dass uns irgendwas beobachtet aus dem Wald. Ja, das siehst du auch an den Skeletten, die wir jetzt gerade beobachten. Hier ist noch eine Trophäe. Ja, Trophäen und sowas machen wir erstmal in die Truhe. Also mit den Augen erleuchten. Manchmal. Und Leder. Ja, okay. Und was ist das? Oh, ein Neck. Harz. Mehr hab ich nicht. Ja, das passt ja. Ich meine, es kommt eher zum Boden. Also. Jordi, ich hätte noch eine Rüstung für dich. Ja, gib sie mir. Danke. Der nackte Mann gibt dir eine Rüstung? Ja, jetzt bin ich nicht mehr nackt. Wollt ihr jetzt irgendwie noch ein Lagerhaus bauen, oder? Ja, ich gehe jetzt erstmal gleich farmen, ich muss nur ein bisschen Sachen reparieren. Von mir aus können wir auch ein Lagerhaus irgendwo hinbauen. Jetzt die Frage, wo wollen wir es hinstellen? Wir machen euer Haus zum Lagerhaus und ihr zieht bei uns ein. Hä, in die kleine Hütte? Nein, wir haben doch unsere eigenen Häuser. Wir haben doch... Wir müssen doch nur anbauen. Rein theoretisch könnte man, wenn wir Felder haben oder sowas ähnliches, auch ein Lagerhaus in der Nähe dann aufstellen, damit es relativ einfach ist. Ja, Felder machen. Brauchen wir nicht so schnell. Also, ich weiß es nicht. Also kann man Sachen anbauen? Jordel, hast du noch meine Hau? Bei der Hacke steht dran, irgendwas mit Bauer, schieß mich tot, kann sein, dass man nicht wirklich was anbaut. Ich habe auch eine. Ich habe auch eine Hacke. Ja, jetzt fehlt mir aber eine. Gute Nacht, Hartmoor. Schön, dass du da warst. Gute Nacht, Raphael. Gute Nacht, Raphael. Ja. Danke, kleiner Boy. Ich hab, glaube ich, keine Hacke fürs Craften. Ich baue an. Für was denn? Er baut an. Ja, damit wir zusammenleben können. Ja. Okay. Ich sag dir, der wird uns untertunneln, dann Wasser machen und alles fällt zusammen. Und dann spielt er das Spiel nicht mehr. Ey, warte mal, warum wir. Ach so, weil hier. Wir können ja hier noch ein Lagerhaus bauen vor die Werkstatt. Dann müssen wir nicht so weit laufen immer. Ja. Oder auch neben die Werkstatt. Oder hier hin. Ich habe die Bienen gerade. Die Gesundheit geht runter, wenn dir Ausdauer fehlt. Also du musst immer mal essen, was, um dann wieder auf die volle HP zu kommen. Ja. Und auch Ausdauer zu bekommen. Das ist korrekt. Ich koche jetzt noch mal ein bisschen Fleisch. Wolf, warum ist denn? Ah, okay, ich dachte schon. Wir könnten ja eigentlich auch ein reines Crafting, also die Werkstatt hier und ein Lagerhaus machen. Oh, lass uns erstmal schlafen gehen. Weil großartig bringt es ja nicht, wenn jedes Haus halt seine eigenen Sachen hat. Ja, also so Erz und sowas kann man ja hier in der Werkstatt lagern, darauf habe ich extra den Tun hingemacht. Ja, ich glaube, wenn Hartmoor mitspielen würde, Alter, hätten wir hier schon eine Stadt, ey. Ach, ihr wollt jetzt wirklich schlafen gehen erstmal?
Ja, natürlich, die Nacht ist kacke. Dann lege ich mich halt hin. Mit Protest. Ich hab sogar eine der billigsten Ausrüstungen, die es überhaupt gibt. Oh Gott, ich hab den falschen Pfanne aufgemacht. Jetzt kommt einfach ein Monster rein. Rennst erneut deinen Kriegern voran, während du die schwere Axt deines Vaters in den Händen spürst. Als du erwachst, hast du einen Kriegsschrei auf den Lippen. Warum krieg ich eigentlich keine Träume? Guten Morgen. Geil. Also, ich kann dich vergewaltigen, dann hast du Albträume. Alter! Wir können das auch. Oh, sonst kann ich mir länger. Und es regnet natürlich. Hey, was denn? Früher ist er in dem Alter schon ein Mann gewesen. Alter. Oder schon fast damals tot. 1400. Hat es echt gelohnt zu schlafen? Wieso? Ist das... Okay. Wollen wir nochmal schlafen? Geht nicht, wenn. Sollen wir mal erstmal die Sachen für das Lager aussammeln? Ich gehe erstmal Holz hacken. Dann gehe ich mal mit. Ich gehe erstmal ein paar Bäume fällen. Oh, natürlich kommt hier gleich ein Monster. Verpiss dich. Oh, mein Grund und Boden. Immer angenehm mit euch. Dass die Fackeln bei dem Regen gar nicht... Leute, sei froh sein, dass ich nicht mitspiele und die Basis ausbaue. Das habe ich schon längst gesehen. Und Entschuldigung. Gelesen. Oh, hier ist ja richtig viel Holz noch. Da, Leo. Möchtest du hochkommen? Ich kann ihm das Spiel ja kaufen, aber ich glaube nicht, dass wir so oft zusammenspielen. Ja, nur jeden Abend die nächsten 2 Wochen, aber... Das glaube ich dir erst, wenn ich sehe. Ja, du bist halt nicht immer dabei. Hui, verbrannt! Oh, da hat nichts gegeben, Penner. Doch. Ich hätte wahrscheinlich so nächste Woche nicht großartig stark machen können. Was? Ja, er muss zur Schule gehen. Nein. Es hat einen anderen Grund. Weil es ist ein Hickhack. Eltern haben sich getrennt. Oh ja, nein, du musst halt. Das gehört nicht hin, das musst du nicht erzählen. Alles gut. Einfach nur ein Hickhack. Du bist ein wundervoller Junge, du bist nicht dran schuld. Oh, dann, Vincent, frisst uns das Vincent, letzte Vincent, es tut uns so leid. Wir sind für dich da, wenn du uns brauchst. Außer Donnerstag. Da ist dein Daddy da für dich da. Boah. Okay, das hat sich falsch angehört. Ja, wo bauen wir das Haus jetzt hin, das Lagerhaus? Ich würde sagen, unter der Werkstatt oder so. Ja, wir müssen jemand anderes mal was bauen. Ich werde ein bisschen Holz abpacken. Ach, das ist das Falsche. 6 bin ich. Vorsicht, Baumfeld. Genau meine Richtung. Ah, Mensch. Und nächster Baumfeld. Die Lichteffekt ist auch das Einzige, was irgendwie anspruchsvoll ist an der Grafik. Dann ruckelt's auch bei mir mal. Alter. So viel Holz hatte ich ja, glaube ich, noch nie gehabt. Obwohl, naja. Aber ich habe komischerweise auch so ein paar Mini-Ruckler immer. Ich auch. Mir ist halt echt blöd, wenn ich halt teilweise, das ist auch schon beim Angame so gewesen, wenn ich aus dem Dungeon rauskomme. Da passiert echt oft, dass bei mir ultra die FPS zusammenbrechen und ich dann neu starten muss. Alter. Das ist eine Zerstörung. Man sieht einfach, wie wir schon den Wald hier gerodet haben. Das bisschen. Aber nein! Also, mich solltet ihr das wieder auf der Karte sehen können. Ich hab's wieder angemacht. Warte, warum? Ich geb dir mal mein gesamtes Holz jetzt so.
So, mal sehen. Ach, die haben da früher bei dem Wetter auch nicht gearbeitet, Alter. Ich gehe wieder in die Hütte. Oh, hier ist ein Baum gewachsen. Cool. Zu stabil, alles klar. Erde anheben braucht Steine. Also inzwischen kann sie das schon machen, ja. Ich werde erstmal alles lagern. Geiles Wetter. Aber nicht auch bei stürmischem Regen. Und der Kamin gebaut. Ja. Die Bienen schlafen, ich glaube bei dem Wetter sind die eher tot. Ja, die machen einfach gar nichts. Die stehen auch zu Hause. Dann das. Nee, der Schweinestall ist daneben. Hier werden die coolen Kinder wohnen. Okay. So, soll ich dir ein bisschen Holz geben? Kannst du? Ich meine, Wolfgang. Ja. Ja. Einmal und zweimal. Achso, du redest nicht mit mir. Dann ist ja gut. Und dreimal. Was ist das? Gib mir einfach die paar ab. Ja, warte, ich muss. Ich denke noch was für die Spur schnell. Ach, ich hab vergessen, meine Sachen zu verpacken. Eins zu weit hinten gesetzt. Alles abreißen. Ist aber ein Dreckswetter hier. Kannst du nicht eine Dyson-Sphäre um uns rumbauen? Ich baue eine Dyson-Sphäre um dich. Alter, der Wald rodet. Von selbst. Ach stimmt, ja. Da wollte ich mir glaube ich noch eine Spitzhacke craften, aber darauf kann ich jetzt erstmal verzichten. Wir haben noch Zeug für eine Spitzhacke. Nee. Ich mach erstmal ein bisschen Holz weg. Ich muss noch sagen, dass vielleicht Jordl sich mal gleich wegbegeben sollte. Oder? Nein. Nicht. Nein, weil dem Wetter bilden die Bienen eine Kugel in die Temperatur in der Beute auf mollige 37 Grad hält, egal wie kalt es draußen ist. Nee, allein bist du ja schwach. Ja, aber da hast du immer schön warmer geblieben. Ja, aber du wirst ja nur im Schwarm stark. Ja, ich bin ja nicht, kann ich Einsiedler bieten. Ich bin ja schon. Ich bin kein Einsiedler. Ich wäre ein Schmetterling. Oh Gott. Ich würde mich einfach verpuppen. Oh, hungrig. Baum fällt immer noch. Ach, du und deine Bäume. Ob man einen Baum von dort oben fällen könnte, der dann den ganzen Berg runterrollt und dieses Gebäude hier zerstört? Ja, das wollte. Ja, das bleibt immer stehen, aber theoretisch kannst du auch damit andere Bäume fällen. Ja, das habe ich ja schon gemacht. Oder auch das ganze Kleinzeug außenrum weghauen. Wenn das was zu essen vertragen. Dass ich in Ruhe spiele. Ich hacke Holz. Da brauche ich kein Essen. Oh. Wir müssen übrigens auch ein Opferaltar herrichten. Wozu? So ein Opfer. Vincent? Hä, warum ist hier noch ein Haus? Junge, wann hast du nicht aufgepasst, dass wir zu euch ziehen? Nein! Nein! Ja, der Albtraum ist wahr geworden. Ja, aber dann nimm die Decke doch weg.
Ey, dann nimm doch die Wand hier zwischen weg, dann sind wir vereint. Ja, lass mich doch erstmal ausbauen, bevor wir die Wand wegnehmen. Oh, ich hab Warte, Holz gefunden. Ich geb dir gleich nochmal ein bisschen Holz. Ja, das brauche ich gleich. Oh. Muss ich ein bisschen tiefer bauen. Ah, nee. Baumstümpfe hört auf, wegzurollen. So. Du bist nass. Hm. Wo kann das denn nur kommen? Nee. Baumstamm. Was, dass du nass bist? Ja. Also wenn du... Das war eine rhetorische Frage. Ja, ich wollte dir das aber erklären. Also wenn Wasser kommt, dann bist du nass. Ach, ich dachte, es ging hier, wenn du von einem Mädchen zu einer Frau wirst. Ah. Also die Brüste sind richtig cool animiert. Es ist einfach nur wie beim Mann die Brust, Alter. Warte. Gefällt dir doch, oder? Ich geb dir mal ein bisschen Holz. Hier. Ich hab grad selbst Holz geholt. Oh. Nein, halt nicht. Kriegst halt kein 41 Holz. So, dann leg ich dir mal ein bisschen Holz hin. Ja. Und nochmal. So, jetzt nochmal ein bisschen. Oi. Du könntest eine Art Langhaus machen, eigentlich da draus sogar. Ach, echt? Das hast du nur vor. Pass aber auf, dass du nicht zu viel abreißt. Du weißt ja, wie auf Baustellen das läuft. Ein Einreißen und Abreißen. Und wie läuft's hier mit dem Lagerhaus? Oh, das brennt gerade. So, jetzt erst zwei Wochen. Jetzt erstmal zwei Wochen Feierabend. Das wird eine Birke. Oh, hier ist ein Hirsch. Ach, aber ich habe keinen Bock auf dich. Zu stabil? Das ist, glaube ich, bei den Birken, oder? Ja, und Eichen. Ja, genau. Ja, aber irgendwie muss der ja von jemandem kaputt gemacht worden sein, der Stamm hier, der Baum. Der ist durch einen runterfallenden Baum kaputt gegangen. Von mir. Vorsicht, Baum fällt gleich. Hoffentlich, ja. Nee, du musst nicht die ganze Bude platt machen. Wir rollen schon so viele Baumstümpfe. Dieser Wald wird sehr stark gerodet. Falsch gemacht. Ich bin schön. Zwei beschäftigen sich mit Aufbauen und die anderen beiden schaffen sich in dem Rohstofflieferung. Baumfeld wurde von einem anderen Baum aufgehalten. Danke für die Info, ich hatte etwas Angst. Und dann noch Baumfeld. Nice, ich hab's geschafft, den Stamm auf den Baum runter zu packen. Und er rollt runter. Der Baumstumpf. Oh, da wurde wieder vom Baum aufgehalten. Zwei, drei. Ungefähr noch einen Baum und dann liefere ich wieder Holz. Wir haben einen unbegrenzten Vorrat an Holz. Ja, unbegrenzt, bis der Wald
tot ist. Kann ja gar bis nicht. Bis wir dann zum Schwarzen Wald gehen müssen. Baumfeld. Und genau in die Richtung von dort. Oh Gott. Ey. Muss immer seitlich irgendwie machen, weil von frontal tut dann nie was. Zack. Ja, passt sogar perfekt. So, wer braucht Holz von euch beiden? Ich gerade nicht. Ich habe auch hier voll viel rumliegen. Ja. Ah doch, ich bräuchte wieder ein bisschen was. Ich habe gerade wieder was. Okay. Ich gebe dir mal die kleinere Menge. Ja, Hund, ja, so, das reicht. Und sonst nichts? Ja. Brauchst du noch irgendwie Holz? Gib mir ruhig so viel Holz, du tragen kannst. Okay, gut. Wenn man hier einmal 50. Oh Gott. Ja, ist okay. Hebe ich nachher auf, wenn ich welches brauche. Tigerbranke, geh weg. Genau, jetzt noch reparieren. Aber das Dorf nimmt schon eine Form an. Das Dorf bestehend aus 4 Leuten. Inzest vorprogrammiert, ey. Ruhe, Schlumpfine. Deine Zeit wird noch kommen. Papa Schlumpf! Warum sind deine Augen so groß? Station braucht ein Dach. Brauchen wir ja ein Dach. Ja, kommt noch. Okay, gut, dann gehe ich halt nochmal erstmal zu unserem Haus. Zu unserem alten Haus. Ist halt doof, dass du nicht... Dass du überall nicht hochging, also, ne? Du musst halt wirklich so ein kleines Gerüst bauen, um an manche Stellen ranzukommen. Ich baue mal Leitern. Ja, ich habe auch eine Leiter gebaut. Aber nur, um auf die erste Plattform zu kommen. Soll in das Lagerhaus ein Feuer rein? Nachdem wir 4 Stunden zugesehen haben, wie Proof einen Schornstein baut, sehen wir nun, wie er ein Dach baut und dann gleich wieder versucht, einen Schornstein zu bauen. Oh. Wollt ihr ein Feuer haben im Lieblingshaus? Ja, ja, mache ich alles. Alles gut, geht weg. Wir können gerne sehr viele Feuer eigentlich machen, weil dann können wir sehr viel Nahrung produzieren. Aber da muss halt wirklich einer aufpassen. Da kannst halt mehr dranhängen. Okay. Oh, falsches Haus. Ja, auch großartig viel brauchen wir jetzt von Holz ja auch nicht mehr. Wie falsches Haus? Was ist mit dir los? Hä? Achso, hier war eben noch eine Wand, oder? Ja, war auch noch. Warum sei ich doof? Weil er hat ich hab schon die Hälfte eingerissen. Ich baue hier um, Junge. Ich mach das schön für uns. Oh, ich hab irgendwas abgerissen, weil ich nicht sehe. Ja. Ja, du Feuerstelle wird schwierig. ich muss die Bergwand mal frisch. Was brauchst du denn für die Feuerstelle? Ja, nee, vom Platz her. Ich muss hier erstmal die Werkbank verschieben. Oh, ich habe die Truhe aus für ihn abgerissen. Ja, aber die Items fallen auf den Boden dann. Du könntest ja eigentlich die Feuerstelle in die Mitte ungefähr reinstellen, oder nicht? Hier war eine Werkbank. Nee, oder machst du die Werkbank habe ich zwischendurch kurz abgerissen, weil die im Weg war für mich. Aber Mitte ist auch blöd, weil ich da in der Mitte die Werkbank stehen habe. Ha, stimmt auch wieder. Reparieren. Ich repariere mal kurz. Kommt kein Feuer. Ich weiß nicht, wo ich. Ah, du wolltest mich zumauern. Ja, ich wollte dich hier einmauern, weil das einzig wahre ist, Jordel. Maus 2. Also, Lagerfeuer. Holzstoß. Okay. Ah, ne, ich habe eins von der Bodenplatten weggemacht, aus Versehen. Was ist denn? Brauch mal kurz ein bisschen Licht hier drin.
so, das ist dann. Fuck. Es ist gleich 2:30, du solltest wirklich schlafen gehen langsam. Ja, dann hör auf, Leute zu bevormunden. Er wird schlafen gehen, wenn er schlafen muss. Nie? Nie. Na, ich denke, ihr werdet doch bald aufhören. Oh nein. Und alle haben herzlich gelacht. Ja, ein Kamin sollte irgendwie aus Stein sein, schreibt gerade Bloodghoul. Weil Feuer und Holz? Kann nicht brennen. Nee, das Feuer hier brennt nicht. Cool. Also du kannst brennen. Stirb cool. Also ich bräuchte nochmal bald Holz. Okay, gut, dann farm ich jetzt. Warte, irgendwas stimmt mit dem Boden gerade nicht. Du hast alles kaputt gemacht, ey, Penner. Ich? Nee, der Affe hier. Hä, warum ist denn der... Ich bin zu schwer beladen. Ich komme hier nicht mehr hoch. Also ich kann noch ein bisschen Holz abfahren. Wie viel brauchst du noch ungefähr? Ja, so 50 oder... Wo bist du denn? Ja, 1, 2, 3, 4... Wolfi, komm her, komm her. Hier in deinem Lagerhaus. Was ja, brauchst. Ich bin überladen. Ich kann nicht mehr schnell laufen. Warum darf ich denn kein Lagerfeuer hier machen? Hier. Du kannst nicht auf dem Holzboden Lagerfeuer machen. Hö, bei uns im Haus habe ich Holzboden Lagerfeuer gemacht. Jetzt danke, bist du überladen. Ich dachte, hier liegen die 50. Ja, warte mal. Ich krieg irgendwie traumatische Musik. Irgendwas passiert. Oh ja, es wird ganz schnell dunkel gerade. Was passiert hier? Wahrscheinlich werden wir angegriffen. Oder auch nicht. Nee, es ist einfach nur Nacht geworden.